In Aufgabe 6a geht es um einen ebenen geometrischen Körper. In jedem Dreieck ABC mit gegebener Seite AB und C lassen sich von den Ecken aus Kreisbogen so zeichnen, dass sich diese Bogen auf den Seiten berühren. Und damit sind diese Bogen hier gemeint. Beachte, dass die Seite A dem Punkt A und die Seite B dem Punkt B gegenüber liegt. Das heißt, ich habe hier Punkt A, also ist das hier drüben meine Seite A. Ich habe hier Punkt B, also ist diese Seite die Seite B. Drücke AV und BU je durch einen Term aus, in dem nur A, B und X vorkommen dürfen. Also gesucht ist AV, also diese Strecke hier. Ist gesucht und ich darf jetzt nur A, B oder X benutzen, um das auszudrücken. Und ich sehe jetzt hier die Strecke A, C ist B. Also ich habe A, C ist gleich B. Und ich sehe die Strecke C, V ist gleich X, also C, V ist gleich X, und jetzt ist gesucht die Strecke AV. Diese Strecke hier ist die ganze Strecke B minus die Strecke X. Also wenn ich das Ganze nehme und das hier abziehe, dann bekomme ich die gewünschte Strecke. Das heißt, ich kann hier hinschreiben B minus X. Und das ist das gewünschte Resultat. Dann habe ich hier noch die zweite Strecke, das wäre BU, also diese Strecke hier. Ebenfalls gesucht ist. Und jetzt weiß ich, ich habe die Strecke A, also B, C. Das heißt, ich kann hier hinschreiben, B, C ist gleich klein a. Und jetzt muss ich noch wissen, wie viel diese Strecke ist. Und wenn das hier ein Kreisbogen ist, bedeutet das, dass ich hier denselben Radius habe wie hier drüben. Das heißt, diese Strecke hier zwischen C und U ist ebenfalls X. Das heißt, wenn ich jetzt wissen will, wie lange diese Strecke ist, dann kann ich die Strecke A nehmen minus X und dann bekomme ich diese Strecke. Das heißt, BU ist gleich A minus X. Bei der Aufgabe 6b geht es darum, eine Gleichung aufzustellen mit mehreren Variablen. Verwende die in A gefundenen Zusammenhänge, um eine Gleichung für C aufzustellen und löse diese Gleichung nach X auf. Das heißt, ich möchte nun wissen, was die Seite C ist. Jetzt muss ich schauen, ich habe hier AW und BW geben zusammen C. Das heißt, AW ist gleich viel wie AV. Gleich AV, und das haben wir hier oben gesehen, das ist B minus X. Dann habe ich die Länge hier BW.
Und die ist mit einem Kreisbogen genau gleich lang wie BU. Also ich habe hier wieder den Kreisbogen, also sind diese beiden Strecken hier genau gleich lang. Das ist der Radius des Kreises. Also ich habe hier gleich BU. Das sehe ich oben, das ist A minus X. Nun muss ich eine Gleichung für C aufstellen. Das heißt, ich habe C ist gleich. Die Seite C ist gleich AW plus BW. Das heißt, ich habe hier plus. Und jetzt kann ich diesen beiden Termen hier unten einsetzen. Das heißt, ich bekomme für AW B minus X plus, für BW habe ich A minus X. Das kann ich nun ausrechnen. Das gibt. Links habe ich immer noch C, dann habe ich B minus 2x plus A. Jetzt will ich die ganze Gleichung nach x auflösen und damit das Minus hier wegfällt, zähle ich x dazu. 2x dazu und c ab, das heißt, ich habe 2x sind gleich b plus a minus c. Jetzt teile ich das Ganze durch 2, damit ich hier nur ein x habe und gleichzeitig sortiere ich hier die Buchstaben noch in die richtige Reihenfolge des Alphabets, also habe ich a plus b minus c und das Ganze über 2. Und das ist die gesuchte Lösung.